Ja, servus ihr Lieben, das erste Video von mir, ohne Telegram und ohne Facebook. Hab da die Schnauze voll gehabt und sogar aus der Wohnung, weil draußen braut sich ein Unwetterchen zusammen. Und setzen wir uns einfach mal dahin und ich erzähle ein bisschen was. Mir tut das momentan wirklich gut, ihr Lieben. Mein Lieblingsding hier. I like dogs more than I like people. Ja. So, das ist mein kleines Reich hier. Ja, das ist halt nicht groß. Küche. Ich sitze jetzt auf dem Sofa. Mein Esstisch, mein Saatgutsammeltisch, mein Schreibtisch, mein Ofen. Daneben ist mein Arbeitsplatz. Laptop. Aber da will ich da jetzt nicht mehr so viel hin. Also. Ich will ja mein Kräuter allerlei wieder richtig an den Start bringen. Das ist nicht einfach. Jetzt habe ich ein bisschen an meiner Homepage rumgearbeitet, von Lenkries umgeschaltet, umgeschrieben auf Niederbayern, wo ich ja jetzt bin. Und ja, und auf YouTube ein bisschen was umgestellt. Ich wollte eigentlich die Mitgliedschaft euch anbieten da, aber da brauche ich 5000 Abonnenten. Ja, die habe ich noch lange nicht. Mit 500 muss ich dann noch ein bisschen warten. Egal, ich gehe das Ganze jetzt an im Realen. Es ist mir auch ganz wichtig. Ich hoffe, dass ich bald mit Claudi ein Gespräch finde, um da mal klar zu machen, wie weit sie da mittun möchte. Vorher kann ich da nicht viel sagen, weil wir würden da extrem gut zusammenarbeiten. Weil sie ist eine absolut gute Köchin und kann auch guten Garten gestalten. Ich bin dann mehr der Gärtner und der Pflanzer, ja. Und wir würden da richtig gut zusammenarbeiten. Aber das ist noch alles noch nicht spruchreif. Deswegen bin ich da jetzt auch ein bisschen vorsichtig. Ja, ach so, auf YouTube könnt ihr auf meinen Kanal gehen. Sucht einfach Zausels Kräuter allerlei. Ich habe Wolfgang Schäfer meinen Namen weggemacht und Zausels Kräuter allerlei ist ja mittlerweile bekannt. Da findet er mich ganz leicht. Und in der Leiste unter dem Titelbild, da steht Community. Da kann ich Posting schreiben und da schreibe ich öfters mal dann Termine rein. Ich habe jetzt ein Posting da reingeschrieben, aber schaut da gerne mal rein. Da steht Community, klickt das an, da könnt ihr auch kommentieren. Ja, in diesem Sinne, es fehlen mir wirklich einige Leute. Ja, aber ich habe die Entscheidung getroffen. Ja, das war auch richtig so. Die letzte Zeit war viel zu viel Stress und viel zu viel Spalterei da online. Das nimmt einen alles so sehr mit und gerade so ein Mensch, der viel mit dem Herz dabei ist wie ich, den trifft das dann schon ganz schön hart. Ja. Zwar ist das jetzt auch hier mittlerweile angekommen. Ich war heute im Dörfli unten bei Traumwetter. Und habe da auch einiges erfahren, was so über mich erzählt wird. Das ist schon hanebüchen, ihr Lieben. Ja, mein Hundi atmet auch schwer durch. Eine alte Dame. Sorry. Ich mache auch gleich wieder das Fenster auf, wenn ich das Licht ausmache. Sonst haben wir alles voll mit Fliegen. So, in diesem Sinne habt ihr jetzt mal ein Update von mir bekommen. Ich lebe noch. Wow, ohne Internet. Also doch mit Internet, aber ohne Telegram und ohne Facebook. Und ich lebe noch. Hey. Ihr glaubt es gar nicht, ja? Also in diesem Sinne, sobald jetzt da Entscheidungen fallen, gebe ich immer mit einem Kurzvideo Bescheid. Ich gucke jetzt, dass ich das irgendwie hochgeladen bekomme, weil früher habe ich das immer auf Telegram geladen. Geht jetzt ja nicht mehr. Also muss ich gucken, wie ich das jetzt auf YouTube bekomme. Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Ja, sonst immer nur über Telegram oder über Facebook. Naja gut, ich kriege das schon hin. Wie immer, ich kriege alles hin, wenn ich das will. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf. Bei uns, wie gesagt, soll es ein Unwetterchen geben. Schauen wir mal. Ich habe es jetzt schon einige mitgemacht hier. Und das geht immer weiter. Ja, also ihr Lieben. Servus, pfiat euch.